Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit, als Jesus in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus, und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus sagte zu ihm: Stell dich in die Mitte. Jesus stellt den Menschen in die Mitte, ins Rampenlicht, damit er sichtbar und offenbar wird. Er tut es, obwohl und vielleicht gerade weil die anderen das nicht wollen, weil er am Sabbat heilt. Aber eigentlich ging es gar nicht um den Sabbat. Sie haben selbst, Jesus hat es ihnen gesagt, viele andere Dinge getan, auch am Sabbat. Aber hier geht es darum, meine Großmutter hat einmal gesagt, wenn du deinen Hund schlagen willst, findest du immer einen Schrecken. Einen Blatt und endlich einmal die ganzen Aggressionen abzulassen über ihn, die sich in einem aufgespeichert haben. Woher kommt dieser Hass? Sie wollen Jesus umbringen. Da muss sie ja ganz schön viel angestaut haben in ihm. Und wahrscheinlich nicht nur Jesus gegen ihn. Jesus ist nur sozusagen der Anlass, wo man das Ganze rauslässt. Aber es ist vielleicht ein Leben lang schon gewesen, wo sich Aggression und Zorn und Hass in einem aufgestaut hat, dass man nie hat richtig loswerden können. Und wenn es jetzt ein Opfer gibt, so bekommt der das Ganze ab. Und hier ist die Güte. Denn es geschieht immer im Verborgenen. Jesus sagt: Stell dich in die Mitte. Sie aber schwiegen. Und Jesus sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Es ist ein anderer Zorn als der ihre. Ein reinigender und kein vergiftender. Und Jesus will auch ihre Herzen heilen. Eigentlich ist nicht nur der Gelähmte, der in der Mitte steht, sondern sie. Und Jesus will, dass auch sie gerettet werden. Jeder von uns hat so seine kleine Kammer an Altlasten in der Seele. Vielleicht seit der Kindheit. Und Jesus sagt: Komm, gib mir alles. Gib mir alles, was sich in dir aufgestaut hat. Immer wieder neu. Bis es wirklich weg ist. Und dann sei frei. Sei
sei bereit. Und das ist eben der Unterschied. Aus Stolz wollten sie es nicht. Nein, dieser Jesus braucht nicht meine Seele heilen, weil er unser Konkurrent ist, unser Rivale, weil er eigentlich auf dem Platz ist, auf dem ich gerne wäre, oder wie auch immer. Bei allen anderen wäre es vielleicht möglich, aber bei dem sicher nicht. So ist es vielleicht auch so, dass unser Herz verstockt ist. Vielleicht Gott gegenüber, vielleicht Mitmenschen gegenüber, wo wir uns auch denken, na, bei dem oder bei der sicher nicht. Jesus möchte das Herz und die Seele von jedem Einzelnen von uns. Dass wir uns selbst auf die Spur kommen mit unseren kleinen Geheimnissen. Und dass wir ihm alles offenbar machen. Er freut sich daran, weil er sich danach sehnt, uns heil zu machen. Amen. Vergelt's gut.